Moin, Zen, YouTube. Willkommen bei einer weiteren A-Z-Folge, nachdem wir letztes Mal Feos mit Mühe und Not abgeschlossen haben und dafür dann vier Games gebraucht haben. Krachen wir jetzt ganz entspannt auf Ashe rein. Potenziell seht ihr heute Ashe, Azir und Brand. Mal schauen, wie es läuft. In Dia 4, 21 RP. Viel Spaß beim Video. Es geht in Ashe rein übrigens. Wir haben Feos abgeschlossen letztes Mal. Es kracht in Ashe rein. Ich gebe euch eine gute Ashe hier. Eine schöne. Einen zum Hingucken. Aber erstmal gucken wir mal, was man so auf Ashe baut. Felix hat besser Winrate, wird aber kaum gespielt. Kragen into Bidia hat sehr, sehr gute Winrate. Aber Static into Kragen hat auch sehr gute Winrate. Wenn man Static into Kragen geht, dann geht man ja überhaupt gar kein Crit. Late hat terrible Winrate. Also Kragen scheint der Way to go zu sein. Oder Static into was? Static into, maybe Static into BD? Kann man das machen? Static into Kragen hat sie so bad an. Oh, stimmt. Ja, wir haben ja Project Ashe gezogen. Oh nee! Oh nee, oh nee! Direkt tausendmal mehr Bock auf Ashe, geil. Was bauen Pros auf Ashe? Kraken PD, Kraken Hurricane. Da dachte ich, gehe Poke Ashe, so ranged wie sind. Was ist das denn, Digga? Wen soll ich jemals autotacken, bitte? Hallo? Was, Lane? Zeri Seraph? Ja, ne? Graf Top Axe schon Mitte. Ja. Handy kein Sho'Gath, sondern irgendwas Gewöhnliches, wäre ich PDA gegangen. Static Kraken BT gehen, Leute. Ja, dann komplett ohne Crit. Klingt gar nicht so bad. Aber der wird halt tanky werden, der Sho'Gath. Da ist halt schon bad. 3, 8 Millionen Punkte. Backhaus, OG. Dann die für Threats. Sho'Gath Q, Sho'Gath W, Sho'Gath darf mich nicht fressen, sonst bin ich tot. Deiner Ult, unsichtbare Akshan. Ich versuche Ult auszuwarten. Seraph W, Seraph Global Ult. Mono gewinnt gegen andere Tanks wie Skarner zum Beispiel. Chaos Fang, ja, ich glaube auch, dass Mono gewinnt gegen Sho'Gath. Aber ja, wenn der Sho'Gath nicht dumm spielt, dann stirbt er halt nicht. Dann chillen die halt einfach und stacken sich einander hoch, ne? Das Gefühl, ich brauche die Blade, um die Lane zu gewinnen. Müssen schon hart reingehen da in die. Will ich Early Lane spielen? Ich will auf jeden Fall Level 2 contesten und mit W poken, ne? Level 2 können wir eigentlich auch linden. Generell will ich möglichst wenig von Seraph gepokt werden und möglichst viel die Zeri autotanken, wenn die für Farms geht, weil ich eine größere Range habe als sie. Und sie ja nicht durch Minions durchkommt mit dem Q. First Strike Seraph möchte ich mir eigentlich auch nie geben. Ich möchte eigentlich immer sein First Strike mit W rausholen. Wie pafft meine Wei? Beide Jungler sollten hier Bot rumtreffen. Toplane ist völlig irrelevant, ganz ehrlich. Da hauen sich zwei Tanks auf die Schnauze. Scheiß mal auf die. Jetzt wollen wir nicht, was ich baue, ne? Ich möchte einen echten Early BT haben, eigentlich. Oh, schön. Da kriege ich keinen First Strike. Wichtig. Coole Fähigkeit hier für jeden Jungler und euch. Deine Move top. Macht es wirklich Spaß, machen gegen Ashe zu spielen als Jungler. Wer invadet sie jetzt? Oh mein Gott. Falls sie das stirbt, soll ich legit einen Assist kriegen. Alles andere wäre frech. Können legit einfach towern, ne? Wir wissen, wo die dann ist. Kriegen einfach eine Platte, weil wir es wissen. Oh, Ashe ist so OP. Wird es weiter? Ich hoffe, sonst hat sie richtig, richtig scheiße gebaut. Wie verliert das? Oh mein Gott, die war jetzt so gegrieft, okay. Fast, ob ich auch einen Assist kriege, wenn meine Vayne One über uns stirbt. Ich habe sie ja dazu verleitet. Das ist hier die Frage. Oh mein Gott, mein E hat einfach das Game verloren. Ja, das Game verloren, mein Media. Ich dachte, ich habe hier ein gutes Play gemacht. Wenn ich die Gegner Jungle aufgedeckt habe, hätte ich nicht machen sollen, Digga. Wäre besser für uns gewesen, hätten wir es nicht gewusst. Aber wir können schon Gigago spielen, wenn die so ihre Spells besten, ne? Da haben wir keine Wards, gar nichts. Really. Ja, ich weiß nicht, was die Daten da denken. Ganz ehrlich. Ergibt einfach keinen Sinn, das so zu spielen, wie sie spielen. Dass die abrocken, wenn Seraph so ein E-Race ist, ist halt crazy. Armin sollte sterben dafür, ne? Jedes Mal. Sollte immer sterben dafür. Ey, no way, dass sie sie nicht tötet, danke. Aber jetzt kriegt man, glaube ich, auch ein. Ja, ich meine, ich habe sie aufgedeckt. Eine Minute bevor die Weihe überhaupt in ihrem Gesicht war. Also, ich habe sie schon sehr, sehr früh aufgedeckt. Ich glaube nicht, dass ich dann noch jemals einen kriege. Ich glaube, man kriegt einen, wenn man halt kurz davor aufgedeckt hat. Ich bin halt fast 6, ne? Die Frage ist, ob die Senna irgendwann sich wieder auf Botlane bekickt oder die ganze Zeit die Dings da weiterhält, weil sie scheiß dumm ist. Ich glaube. Ja, letzteres trifft leider zu. Na, ja, ist das unlucky? Und dennoch. Okay. Oh, die scheiß Honigblut hat mich so gerettet. Richtiger Bruchtod auch für den Abstand, dass er mich da nicht geht. Müssen wir einfach die Wave reinkriegen, ist völlig egal, was der Seraph hier macht, to be honest. Ich sehe, wie ich, dass die Wave hier reingeht.
dass wir einen Kill auf dem Surf kriegen oder so. Na, Mien, ja, die ist halt leider sehr schlecht. Schade. Ja, die sollten wir auch einfach generell basen da. Sieht mich der Minion? Goblina. Ja. Da reinzudammen ist stark. My bad. Ah, ich habe nicht mit Arkstein gerechnet. Er verliert einfach sein Tor komplett für den Kill. Ich habe halt den Ball. Er hat einfach Sterne, wo ich gar nicht ulti, das haben wir tot. Nice. Okay. Ist einfach Perma zieht wichtig. Armin, ich weiß nicht genau, warum. Nein, das hier ist so illegal, bitte. Das hier ist so illegal. Bitte, Jungs. Ah, das Timing ist unlucky. Es ist aber völlig egal, weil es so in war. Wow, das ist crazy von der Serie, no? Oh. Ja, da bin ich doch, Nash. Wir haben noch Sugar fressen, ne? Da müssen wir dann denken. Ich frage mich so sehr, was Sugar von Vi in diesem Fight gemacht haben. Kann ich mir gleich ankommen. Ich frage es mich so sehr, was haben die beiden gemacht, anstatt zu frontline? Haben die Nash noch weiterkettet, als die alle auf uns engaged sind? Was haben sie gemacht? Ich meine, es ist trotzdem die gut für uns weiter, aber ich interessiere mich einfach nur. Was haben die beiden gemacht? Hunde wirft dann Beil, Vi hittet einfach weiter, Vi hittet weiter, Vi hittet weiter, Vi hittet weiter. Ah, jetzt merkt Vi, dass wir nicht finishen können, okay. Okay, ist fine. Hunde Frontline 0, sonst spielt Q-Bot und ja, Vi hittet weiter. I guess ich muss pingen, dass wir das turn. Haben die nicht gerafft, dass wir nicht spielen können. Ah, GG. Nehmen wir mit den Sieg, war jetzt nicht so clean, aber nehmen wir mit. Das 21, okay. Bald höher als mein Main, Bock. Actually, bin ich heute mal Main? Ja, Main ist 77 HP. Wir sind jetzt in Asia drin, oder? Kann das sein, dass wir in Asia drin sind? Wir sind in perfekt Asia drin, ja. Chillig. Jetzt kracht's. Jetzt kracht es gewaltig. Oh, wird's krachen. Okay. Der wie Mai wollen einfach random 3 Games Asia spielt. Die ganzen One-Tricks schmiert alle fucking Nashers into entweder Sonjas oder Leandris. Oh, ich habe gar keine Lust, Asia hier einzuloggen. Auch nicht zu havern. Ich glaube, ich darf ihn auch gar nicht havern. Ich muss ihn einfach einloggen, right? Ich glaube, ihn havern ist ein großer Fehler. Welchen Haver wird er gebannt? Asie-Brand haben wir heute potenziell noch, okay. Also, falls ich Asie jemals schaffe. Was Max ein Asie-Player? W-Max actually? Das ist so ein Champ. Es fühlt sich einfach so an, als würde man trollen, wenn man ihn einloggt. Also ich zumindest. Für mich soll es wirklich trollen. Okay, der geht jedes Game Nash, das sind so die Andries. Der geht auch selber ruhen. Oh, da kommen die ersten Nachrichten. Ich will wirklich niemand Asien, außer diese beiden Worten. I guess, actually spielen Leute Asien, die spammen einfach nur des Todes, ne? What the fuck? Die spielen todesviel. Als wenn wir hier durchkommen mit einem Asien, ohne dass mein Team mich flamed. Das ist crazy. Den Asien-Bruch live zu sehen. Mashallah. Na, ist kein Bruch. Wir haben Topner auch Counterpick into Fiora. Kann gar nicht schief gehen. Wir probieren Scorch. Die gehen beide Scorch, die beiden One-Tricks. Dann die für Threads. Fiora W. Diana Ult, Aurora Ult, Thresh Hook, Thresh Flay. Kann ich Shift wehen? Spielt die mal Asia? Safe nicht, oder? Doch, kann ich, okay. Oh, wieder nicht der Profi, oder? Oh, nee. Was ist denn der Thresh, Digga? Der ist crazy. Nee, ist wieder nicht gut gespielt von mir, oder? Nee, wieder nicht First Blood. Okay.
Ein bisschen unlucky, muss ich zugeben, aber ist okay, ich hab TP. Alles gut, alles gut. War jetzt nicht optimal, vielleicht doch am Ende des Tages gespielt. Nee, oder? Goldene Gegner. Ah, so schwierig, gleichzeitig sich darauf zu konzentrieren, wie viel Leben man hat und Ressourcen man hat und auf die Seite anzugucken. Hier ist 3-0, boah. Was? Oh mein Gott, oh nein. Warum nicht squishy, Digga? Und ich bin tot. Er ist auch tot. Na, es hat auch ein großes Problem, dass die Jäten einfach nicht schlecht sind, Red. Jetzt einfach auf einer Elo, wo Leute Hände haben, mittlerweile. Ist halt auch nicht gut. Ah, die Sivir spielt absolut gut, so. Der Flash spielt auch nicht schlecht. Der Sven ist absolut beschissen, aber... Ja, ich spiele schon mit Abstand am schlechtesten dieser Lane. Da flasht er hinterher, das ist crazy. Dahin auf Bash, ist okay, nehmen wir. I mean, das war eigentlich auch einfach der schlechteste Spieler in dieser Lobby, ne? Mit Abstand, der ist so unfassbar scheiße, Mann. Ich first der Masi und bin besser als er. Mein Team geht's eigentlich ganz gut. Die Birdlane nimmt da am härtesten mit Abstand von uns. Nein! Oh mein Gott, bin ich ein Bastard. Ja, es kommt jetzt raus deswegen, ne? Okay, er kommt nicht nur deswegen raus. Für die Ult will ich eigentlich eine Perücke sehen. Weiß ich nicht. War die nicht schlecht? Oh ja? Ja, ne. Da kommen wir niemals ran. Oder ich zumindest nicht. Der kennt schon. Okay, der kennt Bock, das Game zu gewinnen. Aber wie wütend würde es euch machen, wenn ich einfach jetzt auf Asi gewinne, obwohl ich so runterlaufe? Nach dem Anygame? Schon ein bisschen frustrierend, oder? Aber wir sind ja noch weit davon entfernt zu gewinnen, aber der kennt seit 8-2. Der Mann hat schon echt Bock zu gewinnen. Weil den Schaden an, ach du Kacke. Oh? Was war das? Ach. Okay, jetzt setzt die freiwillig auf, Digga. Ich wundere mich noch, warum NDP nicht durchkommt, Digga. Okay. Nee, der war zu viel, Digga. Wie schnell ist der Bass? Warum ist der viel schneller als ich, der Bass? Was ist das? Also, ach, ich guess, ja, Kehrtschuhe aus, kaufe ich gar nicht, ne? Bin lost. Ach man, ist das ein dummer Tod. Mein Ult ist auch ein Millimeter zu weit hinten, dass sie nicht Knockback, na, wenn sie Knockback, bin ich auch komplett fein. Okay, ich darf gar keine Plays, man muss full farmen, weil ich bin einfach zu schlecht. Okay. Okay, wir performen. Also, nicht wir, unser Team performt. Digga, aber wie kann ich denn? Wie kann ich denn so schlecht sein? Ach man, ich schwöre, es ist so schwer, wenn man kein Asia spielt, sich auf die Soldaten zu konzentrieren auf seine eigene Position. Ne? Das hatte ich früher schon auf Uri, als ich die noch nie gespielt habe quasi. Dass man dann weiß, wo der Ball ist quasi. Oh, schön. Da ist ein Macher. Ist auch so leichte Hooks zu beuten, ne? Die Hooks sind so easy zu dodgen. Der nächste Objective ist Drake und Nash, 45 in einer Minute. Der Kane ist super strong, die CV ist super strong, der Hannah ist giga strong, der ich mit 60 CS down. Boah. Ja, not even close. Ich muss später Q in meiner Kombo, ne? Ich muss W E und dann am Ende erst Q, damit mein Q möglichst weit geht. Nee, so macht man es nicht. Schöner Sidestep. No way, dass er dann rauskommt, oder? Nee, nee, kommt er nicht. Schön, von erst später.
Vielleicht stelle ich mich nicht direkt in die Scheiße vom Nash. Vielleicht eine ganz gute Idee. Nice. Ist der Swain hier State für die Wave? Ist respektlos. Der eine sagt Swain. Er nimmt mir alles weg. Sympathisch, oder? Ich bin actually stark jetzt. Aus der Wand, bro. Kommt er da, ist er noch ran? Oh mein Gott, wer die Aurora komplett geintet. Okay, nice. Das geht ja so gut aus. Können wir enden? Enden bestimmt nicht, aber Ende kriegen wir im Minimum. Okay, die Fiora wurde cancelled. Das ist nur der Ender. Später war Sonjas. Jetzt. Wir können enden, no? Ihr First Try in Asia, Igitt! Mit 2-6, Igitt, ist das widerlich! Oh, oh mein Gott, ist das unverdient, Digga! Wie kann ich hier einen Honor kriegen? Die müssen sich ja alle so totbeleidigt haben. Das ist schon respektlos, wie viel Glück ich habe, ne? Mal bis jetzt. Also erst dieses Endgame, was ich gewinne, wo ich 1-6 stehe, und jetzt dieses Asia-Game, wo ich 2-6 stehe. Also Endgame war noch respektloser. 1-6-8, kein CS. Aber das hier ist auch maximal respektlos. Okay, jetzt spielen wir noch ein Ründchen Brand, ne? Auch süß. Stimmt, spielen Leute Brand irgendwo. Wo spielt der Brand? Auf ADC, Morra. Ah, es ist, das ist fucking Dings da. Wer ist der? Red ist das. Red Earl. Morra. Das gucke ich mir doch hier direkt ab, was eben angeht. Red vertraue ich. Ah, wir haben natürlich für nicht. Wir First Pick, aber. Da war Stiandris. Stiandris sind so. Wie nice, I like it. Kaiser-Bart können wir auch richtig runterlaufen, ne? Max Thread? Okay. Ganz normal, WNTE. Was sind die für Threads? Kassant, drittes Q, Kassante W, Kassante Ult. Ist das der, es ist derselbe Dings da, ne? Es ist derselbe Kane. Der hat eben richtig One-Line gemacht. Die Sender. Ist wie ein Nutella-Keks? Oh. Lecker Schleck. Das Ding ist, wenn wir Brand abschließen, haben wir erstmal einen guten Puffer. Haben wir normale Champs. Brand könnte auch nochmal krachen. Wir haben auch. Ich muss sagen, ich habe ultra Glück in meinen Teams, ne? Also ultra krass Glück in letzter Zeit. Außer auf Apheos, da hatte ich nicht so die geilen Teams, aber da sollte ich auch ohne Team carryen können. Wir bei Threads, ne? Es wird wieder Blue Kane sein. Der darf mich nicht touchen, sonst bin ich tot. Der wird One-Shot-Bait gehen. Die Sandra W, die Sandra Ult. Ja, Bart Q, Bart Ult. Ich bin ja ziemlich useless Level 1, ne? Also, selbst wenn der Mann jetzt einen Hook trifft, ist probably losing. Ich habe ja nur ein Spell. Okay, wenn er so ein Tree-Hook trifft, dann ist es fein auf jeden Fall. Wir haben sehr gigahart getrollt. Boah, ist die jetzt schon wütend. Ach du Scheiße, ist die Kaiser wütend. Vor allem, warum ist die so wütend? Ist dafür irgendeine Erklärung, Digga? Egal, sieht so aus, als würde die schon nicht mehr spielen. Also, die ist komplett im Bruch. Deswegen gehen wir Darkseid Base. Auf schnell. Der hat da viel zu viel Respekt gerade gehabt, oder? Ich weiß nicht, wir sollten das Play um Mitte nicht machen, der Haus ist viel zu low. Okay. Wow, das sah so tilten aus für die Gegner, ne? Wie ist denn meine Combo so als Brand Q, W into E, Red? Also vom Dings da, ja? Für Wave Clear? Hat sich jetzt zumindest nicht so schlecht angeführt. QEW. Ja, QEW gibt's dann. Hat es Mitte. Der sollte eigentlich. Hat er keine Wall? Sind die so used, dass er das so spielen darf? Ach du Scheiße. Das ist ja schön. Ich hab gerade alle meine Cooldowns rausgehauen, ne? Ah, my bad. Muss einfach nur Bart-Dings zerflashen. Ah, ich bin so bad. Ich komme gut so aus, um rechtzeitig zu dahin zu kommen. Oder halbwegs rechtzeitig, um nicht alles zu verlieren in der nächsten Wave. Sollte okay sein. Warum? Hat der den falschen? Hast du. Okay. Okay. Ich wünsche dir keine Krankheit, natürlich nicht. Guter Mensch. Okay. Schade. Ja, keine Ahnung, was er noch tut, honestly. Entweder. Ah, die Kaiser ist leider auch, glaube ich, ein Smurf. Die spielt zumindest nicht so bad. Die ist einfach nur gigatätig gewesen, Level 1. Und deswegen runtergelaufen. Zu einem Yasuo kann ich gar kein Vertrauen aufbauen. Das Spiel.
Doug war auch super. Sie hat schafft sie besten. Ich kann nicht mit aufnehmen. Pike hat nicht getrustet. Digga, mein Supporter ist so bad. Ich bin oben, Bro. Ich mache gar nichts. Oh Mann, Alter, dieser Pike ist es nicht. I mean, was tut sie hier? Warum darf sie hier sein? Like, bitte, Jungs, sie ist so am Infeaten. Danke. Okay, das Gute ist, sie ist Giga-Tilt, right? Die ist eigentlich, glaube ich, ziemlich gut, aber die ist einfach super wütend. Das heißt, wir haben das ganze Spiel runterlaufen, wo sie wahrscheinlich besser ist als ich. Oh, ist Weaver clean, reicht das? Nee, ne? Ja. Einfach nur, weil ich overstay. Belasten. Das ist schlecht. Probiere ich. Oh mein Gott, Red. Oh, wir haben das ganze Game gerade geworfen. Nice. Und einfach nur, weil ich overstay. Ich kann da einfach basen. Ich muss da nicht stayen. Ich kann einfach das basen, nachdem ich den Tower nehme. Und alles ist gut. Passiert gar nichts. Jetzt sind die komplett back im Game. Einfach nur, weil ich das der. Ach man. Dem Video auch süß aussieht, danke. Digga, die kannst doch gar nicht missen hier. No. Wie kannst du so boosted sein und einfach nicht hooken? Like, sie ist 100% geslowed, Bro. Du musst nur hook drücken, du musst nur drücken. Sie kann sich nicht bewegen, du musst nur drücken, du musst nur queuen, Bro. Ist der schlecht, Alter. Ach, Mann, ey. Ach, Mann. Läuft. Boah, ich sehe so wenig Licht dieses Game, ne? Ach du Scheiße. I guess wir haben es solven können. Okay, maybe es spart unsere Hoffnung. Das sah mir gerade nach einem Carry für unser Team aus. Ja, sollte es laut sein, ne? Realize Deathbell. Ich habe keine Ausbounce. Scheiße. Was geht Red? Sonjas. Und eigentlich nicht mehr Damage braucht, sehe ich auf jeden Fall. Ist auch gut gegen Kayn, das Game. Ich hasse diesen Pike. Er ist so bad. Okay. Boah, ist ja so schön, wenn sie stirbt. Sie ist schon so tilt. Richtig. Der Kayn hat die Ult so schön weitergetragen, der Ehrenbruder. Ja, wir müssen gucken. Ja gut, sie ist geflasht, ne? Die Kaiser ist bestimmt sehr zufrieden damit, wie der Bart spielt. Weil die ihr schon so gut gelaunt ist. Easy Free Kill, nice. Dann jetzt mit Wave contesten, meine Freunde. Ach du Scheiße, mein Ult ist komplett ist nichts gegangen. Okay. Okay, das könnte sehr schlecht für uns werden. Oder halt auch nicht so schlecht. Oh, die Kaiser grieft nur. Jetzt kann man ja schon. Oh nein. Niemand weiß, wie wir ihn haben, aber wir haben ihn. Ja, schon 5500 Schaden durch die andere Seite, ist so gut auf Brand, ne?
I guess in deren Jungle berichten wir halt aus, okay. Aber das war harte Anti-Synergy von denen. Sollte in diesem Fall sein eigentlich. Na, es soll. So, schmeckt auch sehr gut für uns. Ach, oh, Sonja, es war sehr lecker da. Schön. Der Pike ist da jetzt. Der Pike ist wie komplett maskulin, Colmage. Ich sag das zu ihm nicht. Die Frage ist, geht man niemals Rubber? Lohnt sich das auf Brand? Hat man Scaling-Stages Lohn? 60, 60, 65, 25% an sich nicht, right? An sich ist Rubber fucking pointless. Man kommt ja eigentlich nicht so richtig über AP-Schaden. Nehmen wir einfach Dings da. Banshees. Oh Mann, was tun wir hier? Ich habe mein Ult gewählt. Ich hasse das. Schon. Das ist das erste Mal die Runde, dass das passiert, dass ich mein Ult einfach in Sonjas oder das Dings da hole. Ich denke, die kommt dann quasi auf Cooldown. Ah, ist das bad von mir. Wenn ich einfach nicht Ulti da, sondern warte, bis die Dings hat und danach Ulti dann, ja. Hat sie zumindest Sonjas und Ultras. Oh, imagine, da hätte ich Ult gehabt. Wo ist unser Hook? Keine Ahnung, warum wir so spät. Warum gehen wir nicht auf das TP? Naja, wir spielen das so unendlich schlecht, ne? Das ist sogar okay, glaube ich. Kann danach instant wieder Sonjas nehmen. Das ist verrückt. Wie used mein Team? Wie verlieren wir das so hart? Wie crazy hart nutze ist mein Team? Like, die haben ja alles auf mich geused. Alles. Die haben Bartold auf mich geused, haben die Sandrold auf mich geused, haben Cassandrold auf mich geused, Kane hat mich gefokust. Was hat mein restliches Team in der Zeit gemacht? Krass, Mann. Das ist krass. Der spielt kein Yasuo, oder? Der hat einfach so Yasuo gepickt, weil wir AD Mitte brauchten. Ja. Schade, Mann. Ist aber okay. Das AD kann ich auch niemals gewinnen dürfen. Nehmen wir, Digga, 2-1 nehmen wir so mit. Auch ein okayes Brandgame von mir. Kann ich mit leben, auf jeden Fall. Beim Sunshine des kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Wir haben wie durch ein Wunder Asia First 2 geschafft. Es wird mich noch eine dicke Karma-Schelle abholen. Ich werde bei irgendeinem Champ ultra-stark sein dafür. Bin ich mir sicher. So, dass ich mit dieser Annie-Performance und dieser Asia-Performance jeweils First Try gemacht habe, wird bestraft werden. Ich bin mir da ganz sicher, dass das nicht von Dauer ist, dass wir hier so gut durchkommen, gerade durch die ABC-Challenge. Und ja, nächstes Mal sind wir dann wieder bei Brand. Das Game war ein bisschen unlucky, fairerweise, aber ich habe auch einfach jede Ulti in irgendwo reingefeuert, dass sie nicht bounced, sondern einfach verschwindet, weil ich absolut terrible bin. Ja, und nächstes Mal geht's dann auf Brand weiter. Das geht tatsächlich morgen im Stream weiter, am Montag. Freue ich mich schon drauf. Potenziell haben wir dann Brand, Caitlyn und Corki. Und das Ganze wird dann Samstag passieren. Also am Samstag wird es dann auf YouTube hochgeladen. Und wenn ihr das morgige Video nicht verpassen wollt, in dem wir als Prime League Rentner-Team ein Showmatch gegen Disability Pride Gaming gespielt haben, auch in der 5-Team, was wild zusammengewürfelt war, dann lasst ein Abo da und kommentiert fleißig rein, bewertet das Video und bis morgen. Kuss, Kuss. Dieser Mitbewohner ist... Was? Digga, wann fährt der jetzt? Hä? Ach du Scheiße. Jungs, wo seid ihr? Hey. Komm, ich seh den Ruhe. Wait, du hast die Kids einfach. Oh, Freddy. Tut mir leid. Wir haben einfach nicht beliebt den Freddy. Ich wollte gerade sagen, hey, ich mach hier mein Ding, Jungs. Lasst euch doch mal kochen. Ja, ich glaube, es ist Liebe.